Hey Leute, was geht? Bevor das Video losgeht, möchte ich gerne nochmal sagen, dass dieses Spiel wirklich gruselig ist. Deswegen bitte, falls ihr Grusel überhaupt nicht gut abkönnt, schaut euch das Video bitte nicht an, weil das ist vielleicht sogar das gruseligste Roblox-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Deswegen überlegt es euch, aber an alle anderen viel Spaß mit dem Video. Yo, Leute! Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier auf Arzolino. Und zwar machen wir nämlich heute das, was wir schon immer tun wollten. Und zwar spielen wir gegen Siren Head. Das originale Spiel aus Roblox. Und meine werten Damen und Herren, was soll ich sagen? Das Ding hier ist nicht zu spaßen. Wir gehen am besten mal in eine Lobby rein, wo wir vielleicht mit jemandem zusammenspielen können. Guck mal, wir haben hier einen Spieler, der mit uns geht. Das ist eine Zweier-Lobby. Und das Ding sieht so aus, das ist eine sehr gruselige Map. Aber ich werde es mit euch gemeinsam spielen. Falls ihr also Grusel überhaupt nicht könnt, dann schaut euch am besten ein anderes Video an. Denn das hier wird sehr gruselig werden. Denn das ist nämlich mit einer kleinen Geschichte und mit Siren Head. Und das ganze Ding ist wirklich sehr gut gemacht. Deswegen möchte ich mit euch diese Story spielen. Es hat sogar wirklich einen Loading-Screen und es ist wirklich gruselig. Deswegen, Leute, ich habe euch gewarnt, okay? Wir werden das jetzt gemeinsam hier durchspielen. Und es ist extrem schwierig. Und das ganze Ding hat auch eine kleine Geschichte. Und wir fahren hier, glaube ich, da oben, glaube ich, mit dem Bus entlang oder sowas. Und wir fahren auf jeden Fall irgendwo hin. Es ist auf jeden Fall eine kleine Geschichte. Wir sind mit einem Bus unterwegs und das Ganze sieht irgendwie danach aus, als ob es ganz schön gruselig werden kann. Siren Head ist wirklich schon gruselig allgemein, aber das hier ist jetzt das fertige Roblox-Spiel von Siren Head. Das ist eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat und inzwischen wurde daraus sogar ein Spiel gemacht. Und ja, so. Euer Bus ist nach einer langen Fahrt gecrashed und diese Kreatur vor euch war dafür zuständig. Ihr seid mitten im Nirgendwo gelandet und versucht das Auto zu reparieren. Wow. Derjenige, der mit mir gekommen ist, hat mich übrigens alleine gelassen. Das heißt, wir spielen das Ding hier alleine durch, Leute. Wir müssen jetzt Autoteile finden, um das Auto hier vorne wahrscheinlich zu reparieren. Und das hier könnte vielleicht sogar schon ein Reifen sein. Okay, da unten steht sogar, wie viele Minuten wir Zeit haben, um das zu reparieren. Und wir haben hier einen Reifen schon mal gefunden, ne? Das heißt, mit einem Reifen können wir schon mal loslegen. Okay, hier ist ein Hut, der Reifen liegt schon drauf. Oh ja, dieses Auto hatte schon mal bessere Tage vor sich. Nun gut, okay. Wir schauen uns mal einfach mal ein bisschen weiter um. Es kann ja nicht möglich sein, dass hier alles kaputt ist. Vielleicht liegt hier ein Teil oder sowas im Auto drin. Aber das sieht für mich eher nach einem anderen Auto aus, was ebenfalls einen kleinen Verkehrsunfall hatte. Naja. Wir schauen uns mal weiter um. Hier haben wir ein Haus. Okay. Vielleicht. Aha, guck mal, da leuchtet sogar was. Was haben wir hier? Das sieht nach einem Toolkit aus. Perfekt. Okay. Ah, guck mal. Click to enter the house. Da haben wir nochmal Müll liegen. Okay, da ist nichts. Hier ist ein Schaukelstuhl. Wir können hier reingehen. Ah, okay. Das Haus vom Sheriff ist abgeschlossen. Wir brauchen etwas, um hineinzukommen. Ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen wahrscheinlich sowas wie eine Brechstange oder sowas in der Art, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Deswegen lass uns mal ums Haus herumlaufen. Vielleicht findet sich da was. Okay, das hier ist geschlossen. Hier hinten dran ist nochmal eine Eingangstür. Kommen wir von hinten rein? Nee. Hier haben wir nochmal so ein Bötchen. Ich glaube, wir brauchen sowas ähnliches wie so eine Brechstange. Und bestimmt ist die irgendwo beim Bus oder sowas. Bestimmt am Anfang. Aha, gucke mal, was da liegt. Okay, wir haben jetzt eine Crowbar und einen Hammer gefunden. Und damit können wir jetzt ins Sheriffs Haus reingehen, stand da. Das heißt also, wir können schon mal dafür sorgen, dass wir das Ding hier aufmachen. Okay, es ist, also ihr merkt jetzt schon, das ist nicht so eine ganz normale Story, sondern das ist wirklich so, dass dir hier Zeit gelassen wird und so. Und du musst hier tatsächlich spielen. Also es ist so, ich habe vor, das Spiel nicht zu oft zu spielen, weil ich glaube, es ist schon echt gruselig. Ich weiß jetzt nicht, was in diesem Haus passiert, aber ich habe schon so ein bisschen, meine Haut ist schon ein bisschen am Kribbeln, okay? Aber ich krieg das hin. Okay, hier läuft irgendwie ein Radio oder sowas. Da liegen Schlüssel. Ah, ich habe die Autoschlüssel gefunden, okay. Unaufgeräumte Küche, das geht gar nicht. Räumt eure Küchen auf, meine Lieben. Hier ist das Radio gerade ein wenig komisch. Da ist eine Kamera. Können wir nicht mitnehmen. Was brauchen wir denn noch? Hier, so einen Kanister brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen so eine Art Kanister oder sowas ist das. Wahrscheinlich für Benzin, um das dann ins Auto reinzutanken. Lass mal nach einem Kanister gucken.
Alter, das ist nervig, dieser Soundeffekt hier. Ist hier irgendwo ein Kanister? Ganz, ganz komischer Ort. Okay, ich hau hier mal am besten ab. Okay. Sheriff's House hat schon ein paar Items gehabt. Sehr nice. Weil wir suchen jetzt noch nach einem Kanister. Nach einem waschechten Benzinkanister. Wo soll ich denn diesen... Hey! Lol! Da war ich doch! Der steckt einfach in diesem Ding da drin. So, jetzt habe ich ihn. Okay. Wir haben sogar noch 8 Minuten übrig. Okay, das ist schon sehr nett von der Zeit her. Okay, alle Sachen wurden gefunden. Du kannst nur das Auto reparieren. Okay, machen wir mal hier den Chat aus. Gut, dann würde ich mal sagen, reparieren. Aha. Okay. Oh. Baby. Coole Karre. Und hier haben wir sogar noch einen Sheriffshut. Ja gut. Ich glaube, wir steigen ein, oder? Hä? Aber... Oh Mann, hier war jetzt gar nichts gruselig, das verstehe ich nicht. Das heißt also, um überhaupt in die Karte reinzukommen, muss man erstmal das hier schaffen. Das heißt also, die Karte, die wir eigentlich spielen wollen, die kommt jetzt erst. Oh mein Gott. Und es ist die ganze Zeit Tag gewesen. Ich will nicht wissen, wie das Spiel ist, wenn es Nacht ist. Alles gleich, alles gleich. Wir fahren einfach. Die Sirenen werden immer klarer. Beobachtet uns was? Es ist uns egal und wir fahren einfach weiter. Nach etlichen Stunden von Fahren haben wir einen Tower vor uns, also einen Turm vor uns. Und vielleicht kann uns da drin jemand helfen, weil wir haben nämlich irgendwie nichts mehr da, ein Telefon oder irgendwie sowas. Lass uns da hochgehen. Oh mein Gott, das ist mir zu dunkel. Können wir das heller machen? Ja, ein bisschen. Seven Devils, die 7 Teufel. Wir sind in der Stadt, die heißt 7 Teufel. Nein, oh nein, oh nein, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Okay, doch, ich schaff das, ich schaff das. Was hab ich? Ich hab eine Pistole, Alter. Ich hab einfach eine Pistole. Okay. Alter. Okay. Geh zum Feuerturm und such nach ein wenig Hilfe. Was haben wir denn hier? Ist das ein Teddybär? Ja. Okay, alles... Okay, eine Taschenlampe und Waffen können im Turm gefunden werden. Vielleicht kann man hier irgendwelche Sachen noch mitnehmen oder so. Immer mal nach Gegenständen suchen. Guck mal, das da zum Beispiel. Das sieht nach einem... Aha, ein Kabel. Okay, ich habe hier Kabel gefunden. Vielleicht ist das sogar sehr gut. Oh, da ist der Turm, guck mal. Alter, ist das dunkel hier. Yo, ich weiß jetzt schon, was das hier für ein Spiel wird. Toilettenpapier. Toilette. Naja, Plumpsklo. So wie im guten alten Russland. Yeah! Oh Mann, oh Mann. Wir gehen einfach hoch und ich habe jetzt einfach mal keine Angst, weil ich das Gefühl habe, hier wird nichts mehr Gruseliges passieren. Richtig? Richtig. Ich bin mir 100% sicher. Ich glaube, es wird schon passen. Wir laufen diese Treppen übrigens hoch, als ob das so Leitern wären. Was ist das hier? Okay, hier haben wir nochmal eine weitere Leiter, die nach oben führt. Es sieht so aus, als ob wir niemanden hier kontaktieren können. Der Strom ist aus. Was ist das hier? Ist das so eine Art Batterie oder sowas? Eine Art? Ah! Ah, vielleicht sollten wir den Tower Generator fixen, damit es funktioniert. Ach so. Aha, finde den Tower Generator. Ja, das ist der hier. Aha, der Generator wurde gefunden. Es sieht so aus, als ob ein paar Sachen fehlen. Lass das am besten morgen reparieren. Oh! Oh mein Gott. Hey, cool. Hä? Hallo? Irgendwas ist unten anklopfen. Oh mein Gott, nein! Okay, wir müssen den Generator reparieren, weil wir hier nicht mehr viel Zeit übrig haben. Oh, oh. Oben wird jetzt angezeigt, wie viel Leben Siren Head hat. Oh, ich habe überall... Ich habe jetzt richtig viel Gänsehaut. Okay. Ich habe eine Taschenlampe. Kann ich das Spiel ein bisschen heller machen? Nein, kann ich nicht. Das ist das Hellste, was geht. Okay, was haben wir hier oben noch, was wir benutzen können? Okay, da ist eine Waffe. Oh ja. Okay, wir haben jetzt ein Gewehr. Alter, wir können sogar zielen damit. Okay. Da haben wir eine Flasche. Wir haben ein Gewehr. Was ist das da? Okay, das ist wie so eine Art Telefon oder sowas. Boah, nee, Leute. Das ist zu heftig. Okay, lass mal das Kabel hier reinmachen. Okay, reparieren. Ha, ging ja leichter als gedacht, du. Ah! Ich brauche 4 Kabel, 4 Zündungen und 3 Lichter? Oh, wow. Okay. Müssen wir... Natürlich müssen wir dafür runter. Okay. Wir gucken einfach mal, oder? Ist hier irgendwo Siren Head?
Sirenhead! Hey, du kleiner! Hä? Kleiner Scherzbold, du! Oh mein Gott, da hinten läuft er. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Oh mein Gott. Oh nee. Ich glaube, es war eine dumme Idee, den abzuschießen. Okay. Ich glaube, der war da hinten, gell? Okay, ich bin jetzt unten. Ich muss nur aufpassen, dass er mich nicht kriegt. Okay. Wir gehen einfach mal hier runter und checken das Ganze mal aus. Was ist das da hinten gewesen? Alter, da fliegt irgendwas herum. Okay, da liegt was. Okay. Okay, ich habe was gefunden. Und zwar eine Fuse. Oh mein Gott, ich kann das nicht spielen. Dieses Spiel ist viel zu gruselig, Mann. Ich kann es nicht fassen, dass das Roblox ist, Mann. Was haben wir hier? Die sieben Teufel. Wir sind in irgendeinen Park reingegangen. Okay. Oh nee, Leute. Ich glaube, ich pack das nicht. Mein Herz ist zu schwach dafür. Ich sag's euch. Mein Herz ist zu schwach für sowas. Die Kerzen führen mich bestimmt irgendwo hin. Okay, da oben ist Licht. Wir haben hier ein bisschen Licht. Alter, wie soll ich denn in diesem riesigen Gebiet irgendwas finden? Alter, ich bin ja nur noch im Wald. Warte mal, da hinten ist noch ein Haus. Alter, das ist eine verlassene Kirche. Ey, vergiss es, Mann. Dieses Spiel ist übertrieben heftig. Alter, das ist zu heftig für mich. Das ist viel zu heftig. Nee. Ey, du kannst das vergessen. Das ist zu krass. Ich kann das nicht mehr. Alter, aber hier gibt's keine Items. Also so gar... Doch, da. Ich glaube, hier kann ich hoch. Gibt's hier was? Alter, hier gibt's ein... Irgendwas zum... Kommunizieren. Hier gibt's eine Tür. Hier... Bitte lass mich durch die Tür durch. Alter, du willst mir sagen, dass hier nirgendwo was drin ist? Was soll denn das jetzt bedeuten? Okay. Ich glaube, die Lösung sieht simpler aus, als es eigentlich ist. Ich glaube, ich bin zu weit weggelaufen. Nehmt mir das bitte nicht zu ernst, wenn ich dieses Spiel nicht gewinne, okay? Ich spiele es, glaube ich, nur einmal. Weil irgendwie ist mir das ein bisschen zu hart. Das ist... Alter, sind das Hände, die da... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Kann ich? Map. Fire Watchtower. War ich jetzt gerade? Warenhaus. Ich war jetzt bei der Kirche, aber die Kirche ist ja nicht mal aufgelistet, Mann. Ich kann das nicht, Mann. Oh mein Gott, da hinten läuft er. Oh mein Gott, der läuft sogar hierher, kann das sein? Der läuft nicht hierher, oder? Ich gehe mal in dieses Haus rein. Und schaue mich hier um. Solange der gute Sirenenkopf da draußen ist. Also, das hier habe ich auch. Eine weitere Fuse. Das sieht hier nach einem Lagerraum aus. So, ein Lagerraum, der hat doch bestimmt alle Items an einem Fleck, oder nicht? Das ist doch meistens so. Guck mal, da oben ist noch was. Ja! Okay. Ich habe jetzt drei Fuse. Ich brauche aber noch eine. Oh mein Gott, hier sind richtig viele. Dein Rucksack ist voll? Nein. Nein, 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 nein. Shop. New Sheriff's Night Owl Runner, The Killer Medic DJ. Oh mein Gott, ich kann mir hier... Ja, das kaufe ich mir. Ich kann mir hier so eine Brille kaufen, mit der ich nachts sehen kann. Oh, das wär genau was für mich. Weg. Er ist in der Nähe. Kann ich meine Story Endings? Er ist da vorne, seht ihr ihn? Okay, pass auf. Ich habe jetzt drei. Ich hätte eine Waffe weniger. Hier sind diese Lightbulbs. Ich muss hier einfach nur einmal zurückkommen. Dann kann ich hier die Fuses mitnehmen. Und die
Leuchtlampen sind hier. Kann man das nicht irgendwie anziehen? Dass ich das sehen kann? Just brightness. Nee, Mann, ich kann das nicht heller machen. Ich weiß auch nicht... Oh mein Gott, da läuft der. Oh mein Gott, da läuft der. Oh, ich muss da schnell weg, Alter. Der ist mir zu gefährlich nah. Okay, ich laufe jetzt einfach in die Richtung. Wird schon passen. Ist nicht hier der Turm? Alter, ich habe voll die Orientierungsprobleme. Swan River Warenhaus. Der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Da ist er! Ich muss in den Turm schnell. Ich muss richtig schnell in den Turm. Ich muss richtig schnell in den Turm. Ich muss richtig schnell in den Turm. Okay. Oh, okay, ich bin im Turm. Ich habe ihn gefunden. Alter, mir tun die Beine weh. Ich schaff das nicht. Ich schaff das. Doch, ich schaff das. Ba, 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 ba. Okay. Fuse. Rein damit. Fuse. Rein damit. Fuse. Rein damit. Okay, jetzt haben wir 3 Fuses. Ein Wire. Und wir brauchen noch Licht. Und wisst ihr was? Ich werde diesmal nicht so weit rauslaufen, weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Gibt es hier nicht irgendwo ein Nachtsichtgerät? Wofür habe ich denn gerade die Robux ausgegeben? Alter, mach mal bitte dieses Radio aus. Das macht das Ganze nur noch schlimmer. Wir gehen einfach weiter und machen das jetzt. Okay? Es gibt jetzt einfach kein Zurück. So, und das, damit müssen wir jetzt leben. Guck mal, da ist doch was. Alter, was ist denn das da hinten? Da ist einfach ein Monster. Alter, hier ist einfach ein verlassener Spielplatz. Willst du mich eigentlich gerade veräppeln? Digga, was steht da denn? Was steht da? Okay, egal. Ignorieren. Oh, Junge, ich schwitze richtig. Alles gut, Mann. Mir geht's aber richtig Lotti-Karotti. Auf die Karte gucken. Ich glaube, wir sind runtergelaufen. Warum? Warum? Ist hier eine Uhr? Hallo? Eine Uhr? Wir sind... Ich glaube, hier runter darf ich nicht. Oh mein Gott, was ist das hier? Ich habe einen Tunnel gefunden, ne? Das ist wahrscheinlich der Satanstunnel. Okay, wir sind jetzt im Satanstunnel. Was haben wir hier? Was ist das? Kabel? Okay, okay. Kabel mitnehmen. Boah. Kabel mitnehmen. Was ist das hier? Eine Fuse, gell? Die Fuse haben wir auch mit dabei. Jetzt brauchen wir noch andere Sachen. Okay. Hier ist sogar noch eine Lightbulb. Alter. Rucksack voll. Rucksack voll. Willst du mich eigentlich abholen? Okay, egal. Wir schaffen das. Wir kennen den Weg. Wir kennen den Weg. Einfach nur vom Satanstunnel die ganze Zeit geradeaus und wir kommen genau da raus, wo wir eigentlich raus wollen. Ich sag's euch, ich kann das nicht zweimal spielen. Hä? Woher ist das jetzt alles gekommen? Hallo? Hey, das kann nicht sein. Ich bin jetzt am Asylum. Wo ist das Asylum? Ich muss weiter geradeaus runterlaufen. Ich wollte hier gar nicht her. Was sind das hier für Figuren? Ich wollte hier gar nicht... Oh mein Gott, der kommt! Oh mein Gott, der kommt! Ich muss ins Asylum rein! Hä? Ich kann mich rewifen. Hä, ich bin gestorben. Ich bin doch in das Haus reingegangen. Oh mein Gott, meine Haare stehen mir zu Berge. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Oh. Oh, jetzt haben wir Night Vision. Okay. Okay, wisst ihr was? Wir laufen jetzt nur mit Pistole los. Brauchen wir... Was brauchen wir noch? Collectibles? Warte mal.
Brauchen wir jetzt noch Sachen? Oder sind wir jetzt tot? Guck mal, oh, jetzt können wir viel besser spielen. Okay, wir machen das jetzt mit einem Nachtsichtgerät. Oh, damit geht es viel besser. Damit habe ich jetzt nicht mehr so viel Angst, Mann. Damit kann ich immerhin was sehen. Guck mal, da sind nochmal Kabel. Von wo? Von wo kommt der wieder? Kommt der mir entgegen? Dieser Siren Head ist das Komischste überhaupt, Mann. Oh mein Gott, da ist er. Der steht direkt vor mir. Alter, der ist so schlimm. Das ist mit Worten nicht zu fassen, so schlimm ist der. Er steht nicht mehr dran, was benötigt wird. Story Endings, Collectibles. Oh Mann. Bei uns steht nicht mehr dran, was wir benötigen. Ich glaube, das Spiel ist kaputt, wenn man gestorben ist, Leute. Er zeigt mir nicht mehr an, was ich benötige. Ich kann es aber trotzdem nochmal versuchen. Warte mal. Ich guck mal, ob ich vielleicht so viele Items wie möglich bekommen kann. Weil ich habe das Gefühl, eine Waffe mitzunehmen lohnt sich gar nicht, weil man diesen Siren Head gar nicht tot bekommt. Okay, wir laufen mal mit dem Nachtsichtgerät jetzt mal durch. Guck mal, ob wir hier was finden können. Alter, mit dem Nachtsichtgerät ist sowas von viel besser. Okay, da haben wir so eine Fuse. Also dadurch kann man die Items nicht so gut sehen. Aber es ist immerhin okay. So, wir laufen jetzt mal hier entlang. Ist schon okay, ist schon okay. Wir kriegen das hin. Ey, oder vielleicht kriegen wir das doch nicht hin. Das ist das Gruseligste, was ich, glaube ich, jemals gespielt habe, Mann. Alter, es ist so dunkel in diesem Spiel. Das ist in Worten gar nicht mehr zu fassen. Hier ist dieser Parkplatz. Da müssen, den Weg müssen wir hier wieder zurücklaufen, wenn wir da vorne sind. Wir haben jetzt eine Fuse dabei. Guck mal, an dem Haus waren wir, glaube ich, noch nicht. Hä? Ich bin hier letztes Mal gar nicht rausgekommen. Oder ist es die Kirche? Oh Mann, jetzt bin ich wieder bei der Kirche gelandet, wo ich wieder keine Items bekomme. Ist es das? Oh Mann, in der Kirche gibt es keine Items. Ich bin so dumm. Alles gut. Wer ist das denn? Gibt es hier noch mehrere Monster? Oh! Ah! Oh mein Gott! Nein, ich kann es nicht mehr spielen! Ich kann es nicht mehr spielen! Ich kann es nicht mehr spielen! Ich habe ausgemacht. Ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne unten selber spielen. Aber ich spiele es nicht mehr. Ich kann das nicht. Das ist mir zu viel, Leute. Das ist mir zu viel. Ich selbst mit Nachtsichtgerät, ich kann das nicht spielen. Okay, es tut mir wirklich leid. Und es tut mir wirklich leid, dass ich dieses Spiel nicht gewinnen konnte. Aber ich habe es einfach nicht verstanden. Okay? Es war mir zu weird. Ja. Okay. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich spiele dieses Spiel nie wieder. Haut rein, Leute. Ciao!